gut irgendwie, ne? Und Melfi hat die Urf-Quest. Ich könnte Boomerang fürs Early Game nehmen. Okay, dann lass uns mal gewinnen die Runde hier. Ich hoffe, er gewinnt. Ja! Woo! Alright. Wichtig. Wichtig und richtig. Auch für den Spatula von Malphite war das sehr wichtig. Oh, der Sire, der Narsis hat auch. Ne, der Narsis hat Heart Steel. Steel of the Heart. Okay. RIP. Okay, gegen Wukong und Narsus. Mein Augment, ich spiele halt noch ohne Augment quasi und genauso Malphite auch. Aber so tut's auch der Narsus. Der Wukong allerdings, der hat schon ein Augment. Ich würde ja eigentlich auch einfach Tabis auf Malphite sehen und nicht Magic Pen Boots, aber... ist auch in Ordnung. Scheiße. Schade, Schokolade. Aber ich könnte Demon King's Crown nehmen und ein bisschen hoffen, dass es funktioniert. Oder ich gehe für Night Harvester. Aber Demon King's Crown of Kennen ist, glaube ich, ziemlich stabil tatsächlich. No, nobody. Moininger. Grüßli, Müsli. Hatte gestern eine APMF als mein Mitspieler. War richtig spaßig, 1v2 zu spielen. Ja. Ich hatte mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte eine kurze Phase auch in jedem Game eine APMF. Die sahen manchmal gar nicht so bad aus, muss ich dir sagen. Okay.
Oh. Dad. Ich hab gehofft, er geht für den Revive. Aber er hat sich. Der Ivan hat sich dagegen entschieden. Junge, der Malphite ist so toxic. Krass. Doch, Revive war am Anfang war der Revive in der Zone, man nix. Aber da wurde noch auf den Ivan raufgeprügelt. Der Malphite hat ihn weggetrieben vom Revive-Feld. Ja, yeah, nice. Noch ein Takedown für Urf. Was erzähle ich da? Drei, lul. Noch drei Takedowns für Urf. Combo Break macht Morgana in Arena auch einfach bad. Na, schlecht macht sie. Also, Morgana ist gar nicht bad in Arena. Das macht sie fair. An alles andere wäre broken, tatsächlich. Alles andere wäre broken. Können wir Apex mit irgendwas Sinnvollem kaufen? Lichbane, Hextech, Gunblade. Da geht halt nur Tank-Items, die wirklich gut sind, ne? Oh my lord. Batula mit Demon King's Crown. Ay caramba. Schönes Ding. Oh, was hat er denn gemacht? Er gewinnt's einfach. Er gewinnt's einfach. Das ist so traurig. Ja, das war die High Stakes Round auch noch. Ja, wir dürfen das nicht verlieren. Ja, der Malphite hat halt einfach straight up nur Illaoi gefightet, so. Ja. Oh, Bloodletter's Curse wäre insane. Okay, jetzt haben wir beide Spatula. Jetzt ist over. Ja, du bist schon ordentlich am Mimmaxen. Gefällt mir, Mann, nix.
Oh, noch ein bisschen Magic Pen. Wir haben jetzt Spatula mit Demon King's Crown. Das ist ziemlich insane. Double Spatula ist auch wirklich selten dämlich. Geil. Nice, gefällt mir. Blade Walls? Nee, einfach Eureka. Wir slammen jetzt gleich noch einen Rabadons rein. Damit wir hier schön ein bisschen mehr AP davon bekommen. Und dann sollte das knallen. Ja, die haben beide Flash ready. Muss man also aufpassen. Rammus-Spieler, wenn die Gegner nicht Double AD Carry picken, ja. Boah, krass. Ja, aber ich glaube, es war auch falsch. Ich glaube, es war falsch, auf Zyra zu gehen. Okay. Ultimate Revolution Malphite. GG. Oh, wir fliegen raus, wenn wir verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Nice. Junge, meine Cooldowns sind ja mega niedrig. Heilige Scheiße. Und Double Malphite Ult ist ja so dumm. Es ist ja verrückt. Es ist ja verrückt, wie dumm Double Malphite Ult ist. Das ist ja... Wir dürfen nicht verlieren, einfach gewinnen. Ja, das, ja... Tatsächlich ziemlich smart, ne? Okay. Ja, er darf sich nicht treffen lassen von der Illaoi. Also... Yep, yep. Wenn er sich von der Illaoi eh treffen lässt, ist halt einfach Rippy McRipperson.
Verkaufe ich Boots? Okay, mach ich so. Ja, ich weiß auch nicht, wieso der Gamba Blade hat. Das sollte der auf jeden Fall noch verkaufen. Ich meine, der hat Marks Mage, aber ist trotzdem einfach bad. Okay, ich sterb zwar noch, aber das ist in Ordnung. Eine Runde gewonnen, at least. Ich könnte die Kanone nehmen. Du musst mehr fürs Überleben spielen, Phil. Ja, aber also. Ich überlebe ja auch, indem ich gewinne. Lol. Das ist einfach ein Range-Garen. Wie sieht das denn aus? Das sieht ja absolut crazy aus. Was ich mich frage, ist, ob wir die Illaoi one-shotten können. Mit Double Malphite Ult und Cannon Ult, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir können es einfach nicht. Der Malphite spielt über Auto-Attacks und der hat jetzt IE. Ich bin verrückt. Ich weiß es auch nicht. Nee, ich glaube, gegen die ist einfach unwinnable. Um ehrlich zu sein. Da gibt's keine Schnitte. Wir töten da nichts von.